Hallo liebe Pilzfreunde, heute ist der 20. Oktober, 14 Grad und ich will mal schauen, ob ich heute Pilze finde. Und hier sehe ich einen sehr schönen Pilz, das ist ein flockenstieliger Hexendörling und der ist essbar. Eine tolle Qualität, der ist noch gut und fest im Hut, das ist wichtig. Ja, flockenstieliger Hexendörling, ein sehr schönes Exemplar wieder mal. Wow! Ja, das sind alles Trompetenpfifferlinge und die sind ja essbar, die nehme ich sehr gerne mit ein paar, aber natürlich niemals alle. Ja, das ist super Qualität, überall hat es die. Und so sind sie schon. Wow. Wunderschön, diese Trompetenpfifferlinge. Und hier sehen wir violette Rödelritterlinge und die senken sogar den Blutdruck. Ein sehr guter Speisepilz, der gut durchgebraten werden muss. Und hier sehen wir einen Maronröhrling und der ist essbar, ein guter Speisepilz. Hier hat es eine schöne Anzahl von grauen Leistlingen. Die graue Kraterelle, sagt man auch. Und dieser Pilz ist essbar. Im Gegensatz zu den toten Trompeten besitzt dieser Pilz Leisten. Hier seht ihr sie. Der graue Leistling, ein sehr toller Pilz. Es hat immer noch Pfifferlinge, die nehme ich gerne mit. Und die Qualität ist auch immer noch sehr gut. Und das hier ist der schwarzpunktierte Schneckling und der ist auch essbar. Und hier seht ihr sehr gut die schwarzen Flocken am Stiel des schwarzpunktierten Schnecklings. Und das ist ein guter Speisepilz. Amethystschuppiger Pfifferling. Und das hier, das ist der giftige Schwefelritterling. Überall hat es jetzt schöne Reizker und die nehme ich sehr gerne mit zum Braten. Ein sehr guter Bratpilz ist das. Und hier sehen wir Semmelstoppelpilze und die sind auch sehr lecker. Unten sehen sie so aus. Die Semmelstoppelpilze. Und hier im Buchenwald sehen wir den Elfenbeinschneckling und der ist auch essbar. Ein sehr schöner Pilz. Und hier sehen wir wieder einen Schneckling. Bei den Schnecklingen gibt es keine giftige Art. Aber dieser hier ist nicht essbar, das ist der orange Schneckling oder auch Terpentinschneckling. Er hat einen sehr abscheulichen Geschmack, aber ein sehr schöner Pilz. Und hier sehen wir Seifenritterlinge und der Seifenritterling, der ist giftig. Von unten sieht er so aus. Das ist der gemeine Rettichhelmling, der lila Rettichhelmling mit dem penetranten Geschmack nach Rettich. Der ist giftig. Seht ihr diesen Pilz? Das ist der Frauentäubling. Ein sehr leckerer Speisepilz. Wow, ein sehr schöner. Das ist eine Ziegenlippe. Die Ziegenlippe, die hat den härtesten Stiel aller Röhrlinge und ist essbar, aber dieses Exemplar ist bereits zu alt. Optisch ein sehr schöner Pilz, das ist der Blutmilchpilz, der auf altem Holz wächst. Und der ist ungenießbar. Hier haben wir den Aniszähling und das ist ein sehr guter Gewürzpilz mit einem sehr besonderen Geschmack, den ich schon als Kind liebte. Von unten sieht er so aus. Der Aniszähling. Hier sehen wir den lavendelfarbenen Rödelritterling. Der ist ein bisschen blasser, aber auch essbar. Und hier sehen wir einen Hexenring mit Nebelkappen. Die sind nicht essbar. Und das ist ein giftiger Pilz, das ist der gefleckte Flämmling. Hier seht ihr die Flecken auf dem Hut und unten sieht er so aus. Nicht mitnehmen. Am Schluss den Blick in den Korb. Eine tolle farbige Pilzmischung hat es gegeben heute, am 20. Oktober 24. Liebe Pilzfreunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Es hat vor allem Trompetenpfifferlinge von den essbaren Arten. Aber die sind ja toll.